hier sind wir wieder bei PlaySimple und heute bauen wir für unseren Zoo ein Delfinarium. Ich weiß jetzt nicht, ich lade das jetzt hoch, die Delfine kommen ja noch, ich weiß ja nicht, das Update soll ja irgendwann bald kommen, dann haben wir Delfine, ne? Und dafür müssen wir natürlich auch etwas Schönes bauen, ne? So, das muss ich eben noch hier in der Erde versemmeln, fertig. Also, wir machen jetzt erstmal hier das Schwimmbecken, wo die Show beginnt, ne? So, dann fangen wir jetzt erstmal hier an. Wir suchen doch jetzt irgendeine Ecke aus, was in der Nähe natürlich vom Zoo ist, ne? Ich werde jetzt hier natürlich Wand irgendwann einreißen. Hier geht der Weg noch entlang und dann geht der Weg weiter, ne? Also das ist ja so gebaut worden, dass wir dann immer wieder eine Wand einreißen können, wenn dann irgendwie welche Tiere kommen. Es kommen ja jetzt Fische und so. Und es soll ja irgendwann mal noch andere Tiere kommen. Dann können wir immer wieder eine Wand einreißen und dann wird es immer riesig groß. Das wird ein riesig großer, geiler Zoo. So, oder Tierpark, je nachdem, wie man es benennen soll. So, okay, wir fangen jetzt erstmal an. Wir machen zwei Kreise. Das heißt erstmal den Innenkreis, wo das Becken drin ist, wo die Show beginnt. Und dann kommt das drumherum, die Stühle. So, wir fangen jetzt erstmal hier an. Ich brauche ja nur eine Seite mit euch machen. Und dann die andere Seite ergibt sich ja von selber, das ist ja das Gleiche, ne? Also als erstes sucht ihr euch jetzt eine Ecke aus, die ungefähr in der Nähe ist, aber noch ein bisschen Platz lässt, ne? Ihr könnt ja immer noch jede Sache dahin bauen, wie ihr möchtet. Also wir machen erstmal 13 Steine in den Boden rein. Hier sind die Außen, aber das müsst ihr euch noch nicht interessieren. 13 Steine, graue, nehmen wir und machen in den Boden rein. Ne? 13 Stück einmal so entlang, patsch. So, jetzt gehe ich mal mit euch entlang. Danach machen wir ein Vierer, ein Dreier, ein Zweier, ein Zweier, ein Zweier, ein Einer, ein Zweier und eins, zwei, drei, vier Einer. Dann haben wir ein Zweier, der nach in der Richtung zeigt, dann ein Einer und ein Einer, dann wieder ein Zweier und dann ein Dreier und dann eins, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. So, wenn ihr das gemacht habt, natürlich auf der Seite das gleiche, ne, von 13 aus, dann geht ihr dann sofort wieder so einmal rum. Dann habt ihr auch wieder hier, warte mal, sind wir jetzt hier? Bing! So, da muss ich noch gucken, ich weiß nicht, welche Farbe ich nehme. Für die Tribüne, ich würde sagen, ich nehme jetzt, wo ist denn das so gelb? So. Was ist das? Knochenblock. Ja, da weiß ich selber noch nicht. Ich mache jetzt einfach nur. Warte mal, haben wir Sand? Ich mache Sand dahin. Wo ist denn das Dings? Aber obwohl Sand kann man nicht machen, das verschwimmt. Ich mache jetzt einfach hier die Dings. Wer ist das? Piep. Das hier nehme ich. Aber das ist euch überlassen. Ich mache das jetzt hier so. Weil da kommt hier die Tribüne hin. Also, wo die. Die Trainer so ihre Show machen und dann, ne? So, wir machen das erstmal hier. Ihr habt das jetzt hier alles so gebaut wie hier und dann gehen wir von der Ecke aus, ziehen wir den komplett bis zur anderen Ecke, wo wir das Graue gemacht haben. Jo. So, ich gehe weiter, pam. So, so sieht das aus und dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, 5 rein. Komplett so entlang. So, das muss ich euch jetzt nicht bis zum Schluss zeigen. Also 5 Stück. 2, 3, 4, 5. Und dann wird das ausgebaut. Da kommt noch so eine große Wand hin. Aber das, da kommen wir später noch zu. So, jetzt nehmen wir wieder. Warte mal. Jetzt nehmen wir wieder weißen Beton. Und jetzt kommt die nächste Ebene. Das heißt jetzt Ebene nicht, also die, jetzt kommt, das kann man sagen, die Tribüne. So, dann machen wir jetzt von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ab den 8., das ist der 8. Stein, macht ihr wieder 13 Stück. Einmal nach da, einmal nach da. Hier müsst ihr die Mitte übernehmen. Das wäre natürlich hier, die Mitte wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Mitte und dann von da aus sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist ja normal, ne? Ist ja 13. Immer eine ungerade Zahl nehmen würde ich, weil dann hat man immer die Möglichkeit, die Mitte zu ermitteln. Wenn man irgendwas baut, dann hat man immer noch die Mitte. Wenn man dann irgendwas hinbaut, die Mitte braucht man immer. So, also 13. Und dann machen wir von da aus, wie ich schon sagte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ab den 8.
Hier ist der 8. 6 nach da und 6 nach da. So, das kann erstmal weg, weil das ist jetzt hier erstmal noch nicht das, was wir bauen müssen. So, 6 nach da, 6 nach da, haben wir wieder 13. Und die müssen wir nicht in den Boden machen, die machen wir jetzt natürlich, das soll ja die Tribüne werden, die bauen wir jetzt anders. So, das werden andere Steine sein. So, jetzt machen wir erstmal 13 und dann machen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2er, 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 2er. So, dann 1er, 1er, 1, 2er. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er. 7, 1er nach da. Dann ein 2er nach. Ein 1er. Ein 2er nach vorne. Noch ein 2er. Noch ein 2er. Noch ein 2er. Und ein 3er. Dann nochmal ein 3er. Und dann gehen wir bis zum Ende. Das heißt, jetzt hier ziehen wir so entlang bis hierhin. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Steine. So, dass wir jetzt hier, kann man sagen, von da aus da, ne, so einen Winkel da reinmachen können. Zack. So, haben wir das gebaut. Ich gehe mal auf der anderen Seite auch mal eben kurz nochmal entlang. Dann treffen die sich auch nochmal so entlang. Zack. Und dann kommt dann noch so ein Eingang, wo nur die Trainer durchkommen können. So, das bleibt erstmal so. Dann machen wir, was wir jetzt brauchen. Ihr schnippelt das aus. Warte mal, das kommt dann Wasser da rein. Dann, das machen wir blau. Das heißt, wir machen jetzt, nehmen wir, welches Blau ihr nehmt, ist euch überlassen. Was haben wir denn hier? Lila, blauer Zement. Oh, das sieht gut aus, aber ich nehme mir dieses helle. Hellblauer Zement nehme ich. Diesen hellblauen machen wir jetzt mal. Warte mal, wie viele Steine brauche ich? Ich habe ja natürlich meine Welt damals so gebaut, dass ich die nicht so tief machen kann. Das bedeutet, wir machen jetzt hier. Ach komm, das ist blau. Zack, zack. Da müsste dann hier. Ja, komm, wir machen das noch ein bisschen tiefer. Das heißt jetzt hier, wie viele Steine haben wir denn? Das ist einer, zweier. So, blaue. Ja, die Tiefe reicht, weil das Wasser kommt ja bis hier hin und dann kommen ja jetzt hier noch die Gläser da rein. Da kommt das Wasser noch oben drüber. Normalerweise müssten wir das, ja gut, das Wasser kommt noch oben drüber. Weil wir kommen ja noch die Gläser hier hin, die Gläser, dann ist das Wasser bis hier oben. Das bedeutet, wir brauchen einfach nur eine Etage wegmachen und dann machen wir hier blau hin. So, blau. Mache ich auch jetzt nur ein Stückchen, damit ihr wisst, aha, alles klar, ich hab's geschnallt. Das mache ich schon. So, hier natürlich auch, damit man es hier nicht so sieht. Und dann kommt es auch ein bisschen besser zur Geltung, wenn dann das Wasser da reinkommt. So, so muss das dann aussehen. So macht ihr das komplett. Schneidet ihr das aus, das heißt jetzt hier komplett ausschneiden. Noch ein tiefer und dann komplett schön mit blauer Farbe rein. Pow, ne, dass das richtig zur Geltung kommt. Das muss ja auch richtig wie das Delfinarium aussehen. Da ist das Wasser auch immer richtig schön knackig blau. So, sieht das aus. Hier so ein Stückchen. Und das macht ihr dann komplett in dieser in Bereichen so ausgebaut. Der hier außen wird noch nicht so ausgebaut. Das bleibt erstmal so. So, wenn wir das gemacht haben, kommen wir zum nächsten Schritt. Das bedeutet, jetzt nehmen wir grauen Beton und machen jetzt überall eine Seite grau, das heißt jetzt hier 13er, zack, wir gehen jetzt genauso entlang, das heißt hier, dann hier, seht ihr, grau davor, hier grau davor, grau, 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 da gehen wir jetzt einmal, ich mache das so bis zur Hälfte, da gehen wir jetzt wieder einmal entlang, damit ihr wisst, aha, alles klar, ich habe es geschnallt. So, ich mache das jetzt einmal bis dahin, zack, 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 zack. Und ich werde das Video natürlich, das war ja wieder ein paar Tage wieder Pause gemacht, aber ich muss ja erstmal wissen, was soll ich da bauen, wie soll das aussehen, wie, ne? Ich kann ja nicht immer hinklatschen und sagen, hey, pff, hab da, bäh, und dann sieht das aus wie drauf gekackt, ne? Muss man schon sagen, ne? So, wir machen das jetzt hier komplett, das muss ich jetzt nicht komplett so machen, also hier überall ein vor. Und dann zeige ich euch, warum ich das mit dem Grau mache. Da kommen ja die, wie heißt das, die Stühle dahin, die Sitze, aber damit wir nicht durcheinander kommen, wenn wir alles in Weiß machen, dann wird man schwindelig im Kopf. Jetzt nehmen wir Weiß. Weiß kommt jetzt davor. Wieder davor.
wieder davor und immer so weiter. So, das ist jetzt die erste Seite. Pass mal auf, ich zeige euch das jetzt gleich. Jetzt geht es nämlich hoch. So macht er das. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ich mache jetzt die Hälfte hier. Da müsst ihr eigentlich euch das jetzt mit reinziehen, wie ich das jetzt hier die eine Hälfte baue. Und das geht das immer so weiter, immer mit grau-weiß, grau-weiß. So, das fertig gemacht. Kann man sagen, jetzt haben wir die erste, das ist der Sitz. Und dann kommt hier oben erstmal so. Einer drauf. Da drauf. So. Und dann kommt gleich wieder das Graue davor und dann wieder ein Weißer davor und dann haben wir dann, ne, wird das immer wieder so nach oben gemacht. Ich weiß nicht, wie hoch wir das machen sollen. Ich weiß nicht, wie hoch. Aber ihr seht ja das System und wenn ich das dann hochgebaut habe, dann sage ich, ich habe so und so viele Steine benutzt. Zwei Sitze oder was ich was. So, einmal hier entlang. So. So. Ach komm jetzt. Nerv mich nicht. So, jetzt seht ihr, jetzt haben wir das gebaut. Jetzt geht das gleiche wieder. Jetzt heißt es wieder Grau davor. Grau wieder davor. Jetzt mache ich nicht bis in die Ecke, nur so ein Stückchen, damit ihr, dann wisst ihr auch sowieso, wie ich das jetzt vorhabe. So, 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 das noch. Das, 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 das. Okay, dann geht es wieder, dass wir Weiß nehmen. Wenn ihr jetzt das Graue immer nehmt, dann das Weiße davor. Und dieser Weiße wird dann wieder hochgemacht. Das heißt, es ist wieder davor. Und dann wird der wieder hochgemacht. Immer wenn wir dieses Graue gemacht haben, den Weißen davor. Ich mache das aber dann immer so, dass ich erst das Graue mache. Dann, so wie jetzt, das Weiße erstmal so. Damit wir hier diesen Ring da haben. Und dann mache ich den Sitz da drauf. So. So, so, so. So, so, so. Muss ich ja nicht ganz zeigen. So, dann kommt das natürlich, weil wir das Graue gemacht haben, wieder der Weiße da oben hin. So, so, so und so. Das geht ja bis in die Ecke und in die Ecke, aber das muss ich euch ja nicht zeigen. Dann seht ihr ja, jetzt haben wir jetzt immer so wieder weiß, grau. Dann geht das Weiße nach oben, grau. Dann wieder weiß nach oben und jetzt wieder grau. Wieder ein Grau davor. Und dann wieder ein Weißer. Und den Weißen wieder ein Dings drauf. Dann wieder ein Grauen davor. Und wieder ein Weißer davor und den wieder einen da drauf. Ne? Immer wieder, wenn wir denn das gemacht haben, sieht immer so aus und dann kommt immer ein Weißer oben drauf. Jetzt muss ich gucken, wie hoch machen wir das. Es muss, kommt hier noch ein Tunnel rein. Warte, ich muss mal gucken, wie hoch. Oh, das müsste eigentlich reichen fast. So viele Sitze müssen wir ja auch nicht machen. Das ist ja jetzt nicht kein Kolosseum. Ich mache noch eine Etage höher. Warte mal. Jetzt haben wir jetzt weiß genommen, grau, weiß oben, dann wieder ein Grau davor. Tick, tick, tick. Und ein Weiß und dann ist Ende im Gelände. Weiß. Dumm, fertig. Das heißt, wir haben jetzt eine Stufe von 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stufen, wenn wir den jetzt hier wegrechnen. Aber wir machen den ja jetzt noch davor. Ach, komm jetzt. Ich verbaue mich manchmal so, Mann. So, okay. Haben wir das gemacht? Sieht ja so aus. So geht das ja natürlich immer weiter, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Hier grau. Ihr müsst dann immer einmal, wie ich schon sagte, ihr geht dann einmal komplett rum. Grau komplett machen. Dann macht ihr wieder weiß davor. So, weiß davor. Vor den Grauen. Und wenn ihr das vor den Grauen gemacht habt, wieder einer hoch. Und dann geht das immer so weiter. Das hat man ja verstanden. Das sieht man ja auch. So muss das dann aussehen. So macht ihr das komplett hoch, wie, wir das, wie ich das jetzt euch gerade gezeigt habe. Bis ihr dann, wie ich gesagt, eine Stufe, 2, 3, 4, 5. Ihr könnt auch höher machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte, dass das richtig hammermäßig aussieht. Aber ich mache das jetzt nur klein, dass es jetzt nicht so, so übermäßig aussieht. Das ist ja kein Kolosseum, was wir hier bauen. Dann nehme ich hier die, wo ist denn die Stufe jetzt? Wo bin ich jetzt hier? Die Stufe? Bitte, wo ist die Stufe? Warte mal, ich habe sie gleich. Wo ist die Stufe? Ich habe gerade auf dem PC geguckt, darum. So, die Steinstufe nehmen wir. Steinstufe. Dann gehe ich da hin. Und dann da, wo das Grau ist, da kommt die Steinstufe hin.
Natürlich könnt ihr auch, müsst ihr auch nicht weiß nehmen, ihr könnt auch eine andere Farbe nehmen, aber am besten nehmt zweifarbig, damit ihr nicht durcheinander kommt. Da macht ihr so, wie ich das euch gezeigt habe, mit den grauen weißen. Ihr könnt auch eine andere Farbe nehmen, aber nehmt zwei Stück, das über die anderen, damit ihr nicht durcheinander kommt mit diesen Gebaue. Weil wenn ihr alles weiß macht, dann denkt ihr, hey, wo ist links und rechts? Ich weiß nicht mehr. So, dann machen wir jetzt hier die Stühle da drauf. So, dann sieht das alles so aus. Und dann wird hier, kommt ja noch die Dings hin. Was machen wir denn jetzt hier hin? Was soll ich hin? Ja, da weiß ich noch nichts. Es kommt noch was hier hin. Oder man hier noch einen Sitz davor machen. Machen wir noch einen Sitz, aber da kommt ja noch der Boden hin. Wir bauen das erstmal, ihr baut das erstmal hier so. Hier unten weiß ich noch nicht. Das lässt ihr hier unten noch weg. Da muss ich noch entscheiden, was ich da hin mache. Auf jeden Fall kommt, ja gut, das unten, den Dings machen wir auch noch hin. Weißt du das? Die Steinstufe. Weil das muss ja auch so sein, dass man jetzt hier, wie jetzt, einfach hochlatschen kann. Ne? Hier kann man ja nicht mal hochlatschen. Wir müssen schon die Stufe dahin machen. Aber da machen wir noch kleine Treppchen nach oben. Ne? Erstmal alles so bauen, wie es hier ist. Dass man sagt, oh cool, jetzt kann ich mir hier sitzen. Blitsch. Wow. So, ne? Oder hier oben. Ey, geil! Delfine in Gefangenschaft, geil! Die wollen das doch, die mögen das. Ja, das ist natürlich, ne, übel, ne? So, einmal hier. Flitsch. Und dann könnt ihr erstmal so ausbauen. Wie ich schon sagte, hier unten macht er auch jetzt eine Stufe, weil wir ja hier hochgehen müssen. Und dann entscheide ich mich noch, ob ich jetzt hier, was ich hier in den Boden hier reinpopel. Und dann baue ich erstmal hier auch einmal drumherum. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, wenn der Kreis fertig ist und das Blaue da drinnen fertig ist, ne, dann sehen wir uns wieder. Und dann machen wir was richtig Schönes noch da rein. Das Glas und alles so. Noch ein Dach und, ne? Also es wird schon richtig geil. Das Delfinarium heißt das. Und wenn wir dann das Delfinarium haben, dann erkläre ich euch noch kurz. Wir gehen dann von da aus in den Tunnel hinein. Das ist dann ein Tunnel, wo dann überall Wasser ist und ihr könnt die Tiere von oben schwimmen sehen. Also man geht dann durch den Tunnel und dann sieht man die Tiere von oben schwimmen. Boah, geil und so. Und dann gehen wir hier entlang und dann gehen wir hier in diesen Raum und dann sind dann Aquarium. Da, wo verschiedene Tiere sind, wo man die einzelnen mal angucken kann. So kleine Fische, ne? Das weiß ich noch nicht, wie groß ich das baue. Da müssen wir erstmal gucken, was es für Fische gibt. Und dann geht man von hier aus wie in den Tunnel, wie ich sagte. Dann sieht man die ganzen Wasserfische da drin und dann geht man ins Delfinarium. Also es wird ja schon ein richtig kleines Highlight, ne, wenn wir das fertig haben. So, das war es erstmal von mir. Dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Ne? Und ich habe ja immer manchmal Pause, 2, 3 Tage oder sogar 4 Tage. Aber dann habe ich auch wirklich wieder was Schönes und dann habe ich auch wirklich das durchdacht und dann baue ich das auch, ne? Und wie ich schon sagte, ne? Lasst euch überraschen. Viel Spaß und wir sehen uns wieder bei PlaySimple.